Eve ist der Gruppe beigetreten. Eves Inventar wurde hinzugefügt. Die ist ja erst Level 5. Die ist ja richtig faul. Okay, auf der Karte haben wir jetzt ein paar Sachen mehr, die wir sehen können. Hier unten befinden wir uns wohl. Das Goblin-Lager. Da müssen wir hin. Dann sind wir nicht da. Was hat Eve denn dabei? Nichts. Lanze. Okay. Feine Scheibe, Feuerkerne haben wir neu gekriegt. Das ist doch alles nett. Was zu essen? Also Kaktus. Elektrolanze sind... Das sind jetzt die Sachen wieder, die wir gelernt haben herzustellen, ne? Das war ja dann doch einiges. Kommen wir jetzt hier durch? Ein Wunder geschieht. Ein Frosch. Ich sehe einen Frosch. Das sieht mir ein bisschen auch nach dem Goblin-Lager aus. Okay, wir haben Taika gefunden. Jetzt werden wir uns aber zuerst mal zur Insel teleportieren. Ich habe nämlich, glaube ich, gerade so das System verstanden. Wir kommen immer zu dem Frosch zurück, von dem wir aus losgeflogen sind hierhin. Noch kein Rankenfußkrebs? Ich bin euch nicht böse. Bin nur enttäuscht. Ich mache Witze, aber hey, findet diesen Schockfußkrebs irgendwo in der Nähe des Tiberium-Tempels, okay? Naja. Ich habe erstmal was anderes vorzufinden. Und zwar... Kaktus. So. So. Er wächst und wächst und wächst. In der Zwischenzeit gucken wir nochmal schnell nach unseren Talenten. Wir haben gelernt, Erdmeister. Erhöht Erdangriffe um 15%, erhöht Verteidigung gegen Elektroangriffe um 30%, erhöht allen Munitionsschaden um 25%. Die Kleine hatte doch auch eins. Das heißt, sie brauchen einen Edelstein und eine Drüse. Gucken wir mal, ob er die beiden hat. Ach so, ich muss hier eine Drüse und einen Edelstein. Oh, das wird ein teures Hobby. Das wird ein richtig, richtig teures Hobby. Okay. Schauen wir mal. Munitionsmeister hergestellt. Ach, wir hatten den noch einmal. So ein, Mistake. Gut, dann nochmal nach unseren Tränken schauen. Feuerschuss kann man nie genug haben. Elektrolanzen können wir auch herstellen. Dafür brauchen wir milde Schockwurzel. Da haben wir keine mehr von. Wir können auch Kartoffeln herstellen. Da brauchen wir noch Wassergefäße für Heilbalsam. Das ist auch der große. Dann holen wir mal noch 7 Flask. Holen wir uns mal lieber 10. Dann haben wir ein bisschen auf Vorrat. So, 10 können wir mit X kaufen. Ah ja. Wir kommen ein bisschen weiter. Hier nochmal neu bessern. Das haben wir. Gut. Herstellen. So, jetzt haben wir noch ein Wassergefäß übrig. Wir könnten noch ein paar Lanzen. Aber der braucht die auch. Guck mal. Also wenn wir da jetzt wirklich dann stundenlang warten müssen, bis wir die Sachen fertig haben, da habe ich aber dann, glaube ich, sehr schnell auch keine Lust mehr zu, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich werde mal ganz kurz einen Schluck trinken.
So, und wieder da. Entschuldigung, das musste jetzt einfach mal seinen ganz trockenen Mund. Okay, weiter geht's. Wir konnten nichts mehr herstellen. Jetzt wollten wir langsam zurück und unseren... Nee, ich hatte einen Grund, warum ich... Wo könnten wir jetzt nochmal schlafen? Die war hier unten, die Bibliothek, glaube ich. Da könnte ich auch müde werden. Hallo, Rabe. Hallo. Büchers, Büchers, Globus. Hier kann man immer noch nichts looten. Okay. Dann gehen wir weiter. Was war hier noch? Hier war doch auch irgendwas, oder? Eine Schmiede. Hier kann ich bestimmt nachher auch irgendwas herstellen. Und einmal speichern und einmal teleportieren. Jetzt können wir es. Von hier aus können wir es uns also aussuchen. Okay. Geht's zum Goblin-Lager. Auf geht's. Auf in den Kampf. Hallo, ihr drei. Mögen die Kämpfe. Beginnen. Die hat ja gar kein Leben, die Frau. Okay. Schaboom. Du machst auch einmal Schaboom. Oh, die machen nicht wirklich Schaden. Die macht aber Schaden. Okay, Goblin Blaster auswählen. Kartoffel. Die Gegner sind ganz schön stark. Da kommt unten jemand mal wieder online. Das habe ich ja schon gesagt, dass wir das leider als Bildschirmaufnahme machen müssen. Ich könnte natürlich auch eigentlich alle anderen Programme ausschalten, die nichts jetzt mit diesem Spiel zu tun haben. Ja, der ist kaputt. Der jetzt auch gleich. Nichts leichter als das. Kriegt das Eevee aber auch ganz schön Erfahrungspunkte für. Jetzt haben wir zwei Fliegende mit dabei. Das heißt, jetzt müssen wir gucken. Erster Angriff. Okay. So, die kann... nur den jeden angreifen. Der kann nicht die Fliegenden. Das dachte ich eigentlich, dass das auch ein Fliegender ist. Okay. Jetzt ist unsere Kleine ein bisschen verärgert. So, der muss seine Haltung ändern. Auf den Blaster gehen. Sie kann die Elektrolanze nutzen. Stimmt, wir können ja das ganze Spielfeld ein bisschen drehen, damit wir auch die Lebensanzeige sehen. Ja, das wenigste Leben halte ich mal eben selber. Darf sie auch mal die Haltung ändern und ist Tank. Es war eigentlich richtig, dass genau der vom Himmel geholt wird. So, Amon heilen. Und
Ah, haben wir doch gut gelöst. Haben wir gut gemacht, haben wir gut gemacht. Absolut einverstanden. Hier unten sind bestimmt noch mehr Goblins. Das ist die Frage, wo wir... Okay. Wir können hier was benutzen. Ob das so wichtig war, sei jetzt mal dahingestellt. Oh, doch, wir holen... Jetzt ist der Fahrstuhl wieder oben. Es war wichtig, dass wir das gemacht haben, damit wir dem Hund hinterher können, der Taika. Okay. Da wären wir nicht vorbeigekommen, dann nehmen wir den Kampf auch direkt auf, würde ich sagen. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Wir können den... Wir können den Gegner verspotten. Machen wir das mal. Die Elektrolanze geht auf den Fliegenden. Der kann keinen Fliegenden angreifen. Der greift den Fliegenden an. Oh, er landet. Bumm. Verfehlt. Also das Spotten bringt hier jetzt wenig bei den ganzen Einheiten. Ja. Damit ist der Fliegende raus. Jetzt könnten wir eigentlich bei Olia die Haltung wieder ändern. Geht in die Kriegerhaltung zurück. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass wir jetzt die ganze Munition hier verschwenden. Zumal wir kriegen ja hier auch keine. Also die finden wir ja eigentlich so gut wie gar nicht. Jetzt haben wir wieder Fliegende dabei. Okay, Schläger. Mit wem fangen wir an? Goblinier. Oh, die machen keinen Schaden. Oh. Na, die wollen es doch mal wissen. Die wollen es hier aber nicht. Warum ist er gestorben? Ich weiß nicht. Abbrechen. Ich möchte ihn heilen. Haltung ändern. Das tut doch weh. Das ist durch dieses Elektrisiert. Das ist ein Debuff. Okay.